Herzlich willkommen in meiner Hütte, in der ich zum Zeitpunkt dieses Videos 3 Monate wohne. Heute lade ich euch ein bisschen näher zu kommen und zu sehen, wie es sich in diesem alten japanischen Haus so lebt. Gemeinsam machen wir eine Roomtour, in der ich euch die wichtigsten Dinge zeige, die mir im Alltag so begegnen. Lehnt euch zurück und genießt das Flair in meinem Zuhause. Ab geht's! Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen in dem traditionellen japanischen Haus, in dem ich schon seit einer Weile wohne und in dem ich auch noch eine Weile wohnen werde. Heute lade ich euch mal ein, hier in meine Hütte. Ich befinde mich hier gerade schon im Genkan, im Eingangsbereich. Ich würde jetzt mal die Kamera ganz frech umdrehen und sagen, wir gucken uns mal gemeinsam die Hütte an, in der ich wohne. Ab geht's! So, Freunde, und damit herzlich willkommen hier im Eingangsbereich von meiner Hütte. Ich mache jetzt mal die Tür zu und ziehe mir natürlich die Schuhe aus, wie man das in so einem japanischen Haus macht. Und damit steht man im Grunde in dem Haus auch schon mitten im Herzen des Hauses. Der Eingangsbereich hier ist extrem, ja, geräumig gestaltet. Das Ganze sollte nämlich ursprünglich mal als Gästehaus dienen. Und dadurch ist der Eingangsbereich der Genkan auch, ja, man könnte sagen, wesentlich größer, als er das normalerweise in anderen Häusern wäre, um so eine gewisse offene Optik zu erzeugen. Hinter der Glasscheibe verbirgt sich meine Küche, die gucken wir uns gleich an. Aber erstmal will ich euch nochmal einen richtigen Eindruck vom Eingangsbereich geben. Das ist schon ziemlich nice, dass der so richtig sozusagen offen ist und auch viel Licht schon mal bietet durch die 2 Fensterfronten. Hier haben wir natürlich eins der wichtigsten Elemente des Hauses, meinen selbst kreierten Bonsai, beziehungsweise ist das jetzt nur noch das Moos und die Schale. Und ja, natürlich, Deko muss auch ein bisschen sein hier. Als alter Blumenfreund habe ich natürlich hier auch ein bisschen Deko, ist doch klar, Freunde. Und hier haben wir auch schon meine Küche. Ja, das ist eine relativ geräumige Küche und gleichzeitig aber auch, ja, das Badezimmer, könnte man sagen. Da ist sozusagen das Badezimmerelement auf der rechten Seite. Und hier haben wir eine ganz einfache Küche. Hier war vorher nichts drin und wir mussten uns so ein bisschen, ja, zusammenklambüsern, was die Oma noch so auf dem Dachboden hatte. Ein Suihanki, also ein Reiskocher, haben wir natürlich. Dann haben wir hier so eine Art Wasserkocher, der immer Wasser verfügbar macht in bestimmten Temperaturen. Da kann ich sozusagen dann einfach den Motor anschmeißen und dann spuckt er heiß Wasser aus. Dann habe ich hier natürlich so ein kleines, ja, Kesselchen zum Kochen. Lillys Airfryer. Ja, sie hat so einen Airfryer sich geholt mal. Und dann haben wir natürlich eine Mikrowelle. Ja, kochen tun wir im Moment noch mit so einem, ja, mit so einem Gaskocher. Und das kostet natürlich Gas, aber lässt sich im Moment nicht so richtig vermeiden. Da benutzen wir hier diesen Gaskocher. Und dann haben wir natürlich ein großes Spülenelement. Wir haben einen relativ kleinen Kühlschrank, der auch ein bisschen weit unten steht, aber das lässt sich hier nicht vermeiden. Und dass das Kabel da so rüber geht, das können wir natürlich jetzt auch erstmal nicht vermeiden, das muss auch so bleiben. Aber nichtsdestotrotz, ich mag die Lichtverhältnisse in der Küche. Ich mag das irgendwie, wenn man hier reinkommt, das ist irgendwie ganz cool gelöst und ich finde auch hier das mit dem Badezimmerelement gar nicht so verkehrt. Hier haben wir eine kleine Tür, die auch schon direkt zur Toilette geht. Das ist mein Klo, Freunde. Ich mache mal hier Licht an und da bin ich. Hello. Ich habe eine relativ große Toilette, würde ich jetzt sagen. Vielleicht auch nicht, aber für mich völlig ausreichend. Ich habe so ein typisches japanisches Washlet. Ja, das Ding hat einige Funktionen. Hat hier auch natürlich so ein ganzes Spülerautomatenteil mit, keine Ahnung, automatisch spülen, wenn man draufklickt. Und Po sauber machen und was weiß ich nicht alles. Ich habe hier so ein Lamellenfenster drin. Das heißt, ich muss das so aufkurbeln. Und dann gehen hier sozusagen so Lamellen auf und ich kann ein bisschen nach draußen gucken. Ich könnte theoretisch, wenn ich Bock habe, das mache ich tatsächlich auch manchmal, die Tür hier entriegeln und die Tür aufmachen. Dann kann ich ein bisschen nach draußen gucken. Da ist der Innenhof von dem Haus. Da steht jetzt aber das Auto, deswegen kann ich das nicht aufmachen. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Bad und ich mag auch diese Anbindung mit der Küche. Dadurch ist Badezimmer und Küche auch ein bisschen getrennt vom Haus und man kann hier so ein bisschen sein Ding machen und in Ruhe auf Toilette gehen, ohne dass man die Person, die im Haus ist, was auch immer, Gäste, damit dann stört. Das hier ist eigentlich ja das Hauptelement des Hauses, der Hauptbereich des Hauses mit dem Loka, mit dem ganzen Eingangsbereich, dem Flur, und das ist eigentlich auch schon, wie ihr seht, einfach das Prachtstück des Hauses. Mal davon abgesehen, dass noch 2 weitere Räume in dem Haus abgehen, ist das schon wirklich
der absolute Oberhammer. Wir haben uns hier hinten in der Ecke so eine kleine Schreibtischecke eingerichtet mit einem Bildschirm für Lilly, falls die mal irgendwie von zu Hause arbeiten will. Ja, wir haben natürlich auch hier unseren Kot dazu. Also im Winter war es hier ganz schön kalt. Und haben wir natürlich unseren Kot dazu, also unseren beheizten Tisch. Und ihr seht es ja schon so ein bisschen, wenn ich mich mal hier in die Ecke stelle und dann nochmal euch von hier das zeige. Das ist schon ziemlich geil. Und da arbeite ich natürlich auch gerne hier am Tisch. Ich habe jetzt meinen Laptop da, obwohl es hier ziemlich, ziemlich heiß wird im Sommer und auch jetzt, wenn die Sonne so rumkommt, ziemlich, ziemlich heiß wird. Dann der japanische Garten, das ist schon wirklich faszinierend. Und dann haben wir hier natürlich auch einen kleinen Schrein, zu dem ich euch auch gleich meine Geschichte erzähle. Als dieses Haus hier gebaut wurde, war es so, dass bei dem Bau der Opa von Lilly eine Schlange getötet hat. Und weil er danach irgendwie ein bisschen Schiss hatte, dass das Unglück bringt, hat er dann einen Schrein errichten lassen, wo dann sozusagen der Geist dieser Schlange beschwichtigt wird. Finde ich irgendwie ganz lustig, also irgendwie eine interessante Geschichte. Ja, deswegen haben wir hier auch sogar einen kleinen Schrein. Gestern hat es in Strömen geregnet, da könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, es ist schön, wenn man hier ein bisschen sitzt und im Regen nach draußen guckt. Ich mache hier öfter auch mal das Fenster auf und lasse dann diese Fliegengitter offen, also genau in der Kombination, so wie ich es jetzt habe, dass ich hier aufmache und dann habe ich auch die Draußengeräusche. Ich mache es aber wieder zu, weil wie gesagt, die Nachbarn tun hier auch ab und zu rum und dann haben wir hier nur Störungen. Hier haben wir unser, man könnte sagen, Schlafzimmer. Ich mache hier auch mal das Licht an. Es ist ein bisschen schwierig mit den Lichtverhältnissen heute. Zweimal ziehen. Ihr seht, traditionell schlafen wir natürlich auf Futon. So wie sich das gehört in Japan. Da haben wir noch einen Kotatsu, den wir aber nicht benutzen. Das ist auch nochmal ein beheizbarer Tisch, ein sogenannter Kotatsu. Den benutzen wir aber nicht. Ja, im Grunde schlafen wir hier in diesem Raum nur, hängen hier unsere Jacken auf. Und das ist hier natürlich auch nochmal ein Durchgang zur Küche, den ich euch auch nochmal aufmache, dass ihr einen kleinen Eindruck bekommt, wie das sich so verhält. Man kann also hier sozusagen diesen ganzen Raum aufmachen und hätte dann einfach noch eine größere Tiefe im Raum. Das ist schon wirklich angenehm. Eine der Sachen, hier natürlich diese Dinge. Das ist nicht meine Höhe. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen, dass ich da regelmäßig gegenlaufe. Speziell, wenn ich aus der Küche rausgehe nach hier, laufe ich tatsächlich regelmäßig da oben gegen und das tut richtig, richtig weh. Zu den Vor- und Nachteilen in diesem Haus mache ich aber nochmal ein ganz eigenes Video. Das würde jetzt keinen Sinn machen, euch das alles in dem Video zu erzählen. Guckt euch da gerne mal auf dem Kanal um. Auch so Vorteile, Nachteile, traditionelle Futons, da gibt es auch ein bisschen was zu sagen. Gucken wir uns aber mal in einem anderen Video ganz entspannt an. Und hier machen wir auch gleich mal das Licht an. Und damit herzlich willkommen im Hauptraum des Hauses. Man könnte sagen, im Wohnzimmer eigentlich, obwohl wir mehr oder weniger den Raum, den Flur als Wohnzimmer benutzen und das eigentlich ja mehr als Streamingraum, beziehungsweise ja, sind natürlich da hinten im Schrank unsere ganzen Klamotten drin. Das ist schon wirklich faszinierend. Dieses Haus ist sehr traditionell gebaut, nach einem ganz einfachen japanischen traditionellen Vorbild, wie Häuser so gebaut wurden. Man könnte sagen, es ist ein Musterhaus, ein typisches Musterhaus, hat aber kein Platz für einen Butsudan, also für den Schrein. Der ist nämlich drüben im Omoya, also in dem Haupthaus, wo die Oma wohnt. Da ist natürlich der Butsudan drin, der Hausschrein und so weiter und so fort. Hier haben wir nur diese ganzen typischen Elemente, die Anrichte und ein paar Deko-Elemente, aber keinen wirklichen Raum für den Butsudan, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz ist das ein wirklich wunderschöner Raum. Und heute zeige ich euch auch mal ein bisschen, wie sich das Licht hier so verhält, wenn ich mal alles aufmache und so. Also das ist schon krass, wie sich dieses Haus auch verändert, wenn man die ganzen Schiebetüren aufmacht. Ich kann euch natürlich nicht zeigen, was in unserem Schrank drin ist, das ist Privatsache, aber eine Sache zeige ich euch. Da muss ich noch mal ein bisschen heller machen hier. Und zwar das hier. Das ist nämlich mein Tonstudio. Hier mache ich meine Voiceovers und meine Aufnahmen. Das ist sozusagen mein Tonstudio. Da habe ich mir eine Box gebastelt und habe da sozusagen meine ganzen Kissen drin. Dann steht da mein Laptop in der Mitte drin und da ist mein Mikro und da mache ich dann meine Tonaufnahmen. Das ist ja relativ professionell. Ich habe kein Tonstudio, ich habe nur so eine Booth, so eine Box, die ich mir gebastelt habe. Und das muss im Grunde reichen und das tut es ja auch. Machen wir mal wieder zu hier. Und hier machen wir auch gleich mal auf. Und dann gucken wir uns mal an, wie so der Lichteinfall hier so rüberkommt. Das ist schon ziemlich cool. Wenn man so die ganzen Räume öffnet, öffnet sich sozusagen im Grunde das ganze Haus bis zur Küche durch.
und lässt halt auch ganz viel Licht ins Haus, gibt ein ganz offenes Gefühl und man kann halt sehr, sehr weit gucken. Es gibt halt wirklich gleich eine schöne Raumgröße, wenn man bis zur Küche durchguckt. Und wenn man jetzt im Sommer hier im Loka im Flur auf der rechten Seite die ganzen Türen aufmacht und dann im Grunde in der Küche, dann habt ihr so ein richtiges Draußengefühl. Ja, da habt ihr so ein richtiges Gefühl von, wow, ich bin draußen und das ganze Haus ist im Grunde offen. Ich werde, wie gesagt, noch ein eigenes Video zu den Vor- und Nachteilen machen in so einem Haus. Da gibt es nämlich einiges, was man wissen muss, bevor man in so eine Hütte einzieht. Aber so wollte ich euch heute erstmal einen Gesamteindruck geben vom Haus. Ihr habt es ja noch gar nicht sozusagen im Vollen gesehen, nur im Stream immer so Teilelemente. Und da musste natürlich mal ein Video her, ja, wie es eigentlich hier in dieser Hütte aussieht. Auch die traditionellen Schiebetüren wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da können wir auch noch mal ein bisschen näher rangehen. Überhaupt nutze ich heute mal die Chance, euch das ein bisschen zu zeigen alles. Das ist wirklich alles sehr aufwendig und schön gestaltet. Vom Allerfeinsten sehr, sehr hochwertig. Und im Grunde auch alles relativ unbenutzt, ja. Es gab hier mal irgendwo ein bisschen Wassereinbruch hier oben, weil das Haus, wie gesagt, auch unbenutzt ist und da sich jetzt nicht so viele Leute drum kümmern, da hat man ein bisschen Wassereinbruch gehabt, aber naja, so ist das. Aber ansonsten, so die ganzen Elemente und alles, was man hier so hat und sieht, das ist alles wie neu, ja. Das hat keiner beschmutzt oder kaputt gemacht. Es gibt ein paar Schrammen an der Tür und so, aber das ist ja in so einem japanischen Haus auch normal, dass man hier mal so eine Stelle hat oder so. Aber ansonsten seht ihr ja auch das Holz, das ist alles im guten Zustand. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Und zwar könnt ihr das hier so ein bisschen hier oben sehen. Da sind Löcher drin. Das Haus war ja eine Weile nicht bewohnt. Und das hat dazu geführt, dass natürlich Insekten sich hier auch ein bisschen ausgebreitet haben. Und dementsprechend hier ein bisschen überall an diesen, ja, Washi, Löcher reingeknabbert haben. Das ist natürlich nicht so schön, aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Diese Schiebetüren-Elemente, die kann man auch verschieben. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Dann kann man nämlich hier unten auch zumachen, wenn man will. Man hätte sozusagen die Möglichkeit, diese Schiebetüren zuzumachen, neu zu arrangieren und dann diese Elemente zu verschieben, um so auch ein neues Raumgefühl zu bekommen, eine neue Lichtsituation. Und das ist schon wirklich, wirklich nice. Guckt euch das mal an. Das verändert sich direkt. Da muss ich direkt wieder ein bisschen heller machen hier. Das ist schon wirklich ein warmes, weiches Licht, was jetzt durch die Papiertüren kommt. Das ist halt die Power von so einem japanischen alten Haus, ne? Das Ganze ist so ein bisschen für den Winter gedacht, dass man im Winter nur die unteren Elemente hochschieben kann, ohne dass man die ganze Tür aufmacht, damit man sozusagen auch nach draußen gucken kann und auch ein bisschen draußen in der kälteren Jahreszeit sich zum Beispiel den Schnee angucken könnte oder die Schönheit der Natur, ohne dass man immer gleich die Tür aufmachen muss, weil man ja zum Beispiel nur diesen Raum hier beheizt hat. Und wenn man hier zumacht, kann man ja nichts sehen. Und dafür sind diese Türen speziell gedacht. Wirklich eine richtig, richtig schöne Idee. Man könnte natürlich auch die Türelemente hier oben öffnen, was dann wieder an der Decke neue Lichtelemente freilegt oder eine neue Lichtsituation, muss man ja sagen. Und das ist schon wirklich, ja, ich mag das. Also ich mag diese Variabilität dieses Hauses, dass man es im Grunde vielfältig nutzen kann und alles so verschieben kann und arrangieren kann, wie man es selber braucht, wie man es möchte. Jetzt sind auf jeden Fall die Nachbarn im Garten. Wir haben auch eine Klimaanlage, die benutzen wir aber nicht, weil die kaputt ist. Das heißt, hier muss man im Sommer dann mal gucken, wie das dann wird. Wollte euch noch einmal von hier sozusagen den Blick zeigen. Ich wollte heute wirklich mal die Chance nutzen, euch das Haus so ein bisschen näher zu bringen. Ja, das ist schon cool mit der Tiefe und gerade könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, dann abends, wenn man hier steht und dann da in dieses Zimmer reinguckt und so ein bisschen das Licht da so drin scheint, das ist schon wirklich schön gemacht. Ansonsten, der traditionelle japanische Garten ist natürlich auch ein Traum, ja, und eine ganz eigene Welt für sich. Wenn man da so ein bisschen hier sitzt am Tisch und da ein bisschen rausguckt, das ist natürlich auch nochmal was ganz Eigenes, was dieses Haus auch unglaublich aufwertet. Nachdem ich euch so lange auf die Folter gespannt habe, wollte ich euch unbedingt mal das schöne Haus zeigen, in dem ich lebe. Hoffe, ich konnte es ein bisschen einfangen. Ich überlege, ob ich noch so eine Art kleine Mini-Doku über das Haus mache und euch mal die ganzen traditionellen Elemente zeige und da wirklich nochmal in die Tiefe gehe. Das überlege ich mir aber noch. Das ist natürlich wie immer relativ aufwendig. Ansonsten gebt mir mal einen Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr in so ein Haus einziehen würdet, wie ihr das Haus findet, ob ihr in so einem Haus länger leben wollen würdet oder leben könntet. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Ciao.